Guten Morgen aus der Bude von Tölz. Heute in einer reinen Männerrunde. Meine Gäste heute am Morgen, guck mal uns sagen. Unser lieber Oberrutscher, der Dominik. Wie geht's dir? Ziemlich gut. Gut ausgeschlafen. Gut. Echt? Ja. Und dann haben wir ein ganz neues Gesicht heute mit dabei. Den kennt ihr eigentlich bisher nur aus einem Skype-Interview. Da hatten wir dich nämlich mal auf dem Sender hier bei uns. Genau. Und zwar unseren Kevin Wolske. Keltion, dein Ingame-Name. Und wer bist du? Stell dich mal selber vor. Ja, ich bin der Kevin, bin 24 Jahre alt, bin der Teammanager für das Heroes of the Storm-Team. Und ja, also gerade aus der Ukraine wiedergekommen, aus unserem Western Clash. Ja, und jetzt hier angekommen. Ja, ich darf das mal kurz erklären. Kevin macht jetzt hier so eine, Praktikum ist eigentlich doof, aber er bleibt jetzt auf jeden Fall bis zur Gamescom, fährt mit uns auf die Gamescom, ist dann auch bei der IFA mit dabei, also macht jetzt einfach mal so ein bisschen Inhouse, nicht nur Betreuung vom Team auf Events, sondern eben schnuppert jetzt mal so hinter die Kulissen bei all dem, was hier bei uns eben in der Bude von Tölz und vor allem in der ganzen Organisation einfach wichtig ist. Genau. Ja, so weit, so gut. Wir dürfen auch mal schönen guten Morgen sagen an alle, die jetzt schon auf dem Stream sind. Ich hoffe, euch geht's genauso gut. Wir sind hier bei unserem süßen Frühstück heute. Wie immer dürft ihr natürlich zugreifen. Aber natürlich. Ja, aber natürlich. Ja, vor allem, ihr könnt jetzt mal essen, weil ich werde jetzt gleich mit einer Sache starten, die wir ja letzte Woche schon versprochen haben. Und zwar, ihr wisst, wir haben letzte Woche kurzfristig unser ganzes Programm ein bisschen ändern müssen, weil wir ja umgebaut haben, und zwar sehr kurzfristig umgebaut haben. Wir hatten noch einen großen Raum hier bei uns, der war noch ein bisschen voll mit Möbeln, die nicht uns gehört haben, wo wir seit Wochen darauf gewartet haben, dass die rauskommen. Das ist geschehen am Freitag. Ich habe da gefühlt 3,5 Tonnen Möbel geschleppt mit meinen Jungs da. Deswegen war ich da auch nicht mit dem Stream in der Morning schon mit dabei. Ich war nämlich der Einzige, der in LKW fahren konnte, wir festgestellt haben, der praktisch altersbedingt einen Führerschein hat, der sowas noch zulässt. Ja. Die ganzen neuen... habt ihr einen Führerschein? Ja, ich besitze einen. Du? Ach, wisst ihr ja, gell? Kein 7,5 Tonner, gar nichts. Genau. Einen kleinen Traktor. Kein Traktor, nein. Kein Fahrrad dürft ihr aber fahren. Ausnahmsweise. Fahrrad mit Hilfsmotor. Fahrrad geht, genau. Ja, also da ich vor gefühlten 786 Jahren eben meinen Führerschein gemacht habe, den auch nie verloren habe, temporär vielleicht mal, aber war ich dann der Einzige, der das machen durfte. Süßes Frühstück, also wie immer, wenn Uwe da ist. Ha, ha, ha. Ist jetzt nicht nett. Also ich bin ja normalerweise eher der hier Eier mit Speck isst, vor allem am Wochenende, wenn ich dann Zeit habe und nicht gestresst bin. Also, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt schnell aufbrechen, so ungefähr 10 Minuten, dann könnt ihr euch dann den Bauch dabei vorschlagen. Wir machen jetzt nämlich eine Haustour. Ich werde jetzt nämlich allen unser Haus zeigen. Jetzt ist es nämlich fertig. Wir haben jetzt alle Räume ihrer ursprünglich geplanten Benutzung übergeben und das werden wir euch jetzt zeigen. Kameramann, bist du soweit? Du darfst aber was sagen, Stefan. Ja, aber sicher. Ne? Auf geht's. Stefan macht jetzt, ich wechsle auch das Mikrofon, Stefan macht jetzt nämlich meinen Kameramann. So, also wir befinden uns im Moment an unserem Frühstückstisch mit Kevin und Dominik und wir gehen jetzt mal, Moment, ich muss jetzt mal schauen, unser Haus steht genau in der West-Ost-Ausrichtung, hier in dieser First-Richtung, wir gehen jetzt nach Norden. Genau, folgt mir mal. Und da zeige ich euch schon den ersten neuen Raum. Erst nochmal was Bekanntes. Hier ist nochmal unsere Regie. Da ist also der Gordon, der im Moment gerade unser Live-Editor ist. Der versucht hier das alles auf den Stream zu bekommen. Da hinten sitzt eigentlich die Tascha in der Ecke und macht die Social Media und versucht das zu beantworten, was ich nicht kann. Ist im Moment aber gerade am Kabel beschäftigt. So, das ist der erste neue Raum. Das waren früher Büros, das ist jetzt im Moment ein Multifunktionsraum und zwar ein Meetingraum. Wie ihr seht, haben wir da auch schon unsere neuen Gamingstühle, die sind auch gestern gekommen. Die haben wir dann ganz schnell zusammengebaut und hier wird es dann auch noch ein Streaming-Setup geben. Also auch aus diesem Raum wird in Zukunft dann live gestreamt, live gesendet. Somit haben wir dann inzwischen 4 Setups mit unterschiedlichen Ausrichtungen, wo wir dann in Zukunft eben auch unterschiedliche Formate präsentieren können. So, auch hier drüben sind wir in der Zwischenzeit neu dabei.
Es kann jetzt sein, dass es etwas unordentlich ist, weil die Jungs hier, unsere Overwatch-Jungs hier gerade eingezogen sind. Ja, genau so schaut es aus, deswegen gehen wir auch da nicht wirklich weiter. Aber so schaut es aus, wenn Gamer in the house sind. Hast du Gamer in the house, fangen die Sorgen richtig an. Reimt sich zwar nicht, aber so ist es halt am Ende des Tages. Wobei, man muss... Vielleicht kommt die Kamera nochmal um die Ecke. Dyson sei Dank haben wir ja in der Zwischenzeit auch in jedem... Komm mal hier rum, komm rum, hier, schau mal da an die Ecke. Haben wir inzwischen auch in jedem Raum mit Funktion einen eigenen Staubsauger hängen. Also wir haben aufgerüstet. So, auch das Badezimmer ist fertig. Da ist die Duschkabine in der Zwischenzeit auch eingebaut. Okay, ich zeige euch die jetzt nicht. Aber ihr könnt euch das mal vorstellen, dass die frisch ist, dass die neu ist. Gestern war auch die Putzfrau da, da war sie sauber. Heute ist sie wieder gebraucht und benutzt und genauso schaut das Ganze aus. Jo, wir gehen jetzt dann aus dem tiefen Norden in den Süden unseres Hauses. Hier sind wir wieder im großen Studio. Da haben wir also unsere ganzen Setups, unsere wunderbare rote Couch. Das ist übrigens die Natascha, die Tascha, die demnächst ja auch mal... größer ins Spiel kommt. Weiß ich nur noch nicht. Also das ist unsere schöne Couch, wo wir dann immer ja unsere Couch-Games machen. Heute übrigens auch. Ich sag euch gleich, was es gibt. Hier sind später unsere Overwatcher zu sehen. So, und jetzt geht's wieder Richtung Osten. Da haben wir gerade, ja, einen Spieler beim Frühstück ertappt. Unseren Deacon. Auch das ist live. How are you? I'm feeling good. Yeah, you look good. Have you already took a shower? No, unfortunately, I haven't had the pleasure to do that. Is that your breakfast? That is indeed my breakfast. A Chinese soup? Yes. Wie wir sehen, sind Norweger beim Frühstücken dann doch etwas anders drauf als wir Mitteleuropäer. So, ja, das ist wie gesagt die Küche, die kennt ihr aber schon von unseren diversen Kocheinlagen. Auch, bye bye, my friend. Auch das wird demnächst noch größer werden, denn sobald wir von der IFA zurückkommen, werden wir eine zweite Küche hier einbauen. Und zwar drüben in dem Raum, in der Wohnung, die wir euch gerade gezeigt haben, damit wir hier endlich auch mal Kochduelle machen können. So, jetzt folgt mir bitte in das Erdgeschoss. Hier ist unser Haupteingang. Im Moment stehen hier noch ein paar Werkzeuge rum. Das ist so der letzte Rest. Das hier ist unser aktuelles Warenlager in Sachen Maximal G, in Sachen Energy Drink. Da sind wir auch noch ja, so ein bisschen auf der Suche nach dem letztendlichen Platz. Aber wir haben schon erfahren, dass wir nach der Gamescom nämlich einige Kühlschränke mehr bekommen, sodass wir das dann hoffentlich dann alles auch etwas ansehnlicher noch verstauen können. So, das hier ist wie gesagt unser schöner neuer Gaming-Raum. Den habt ihr, glaube ich, auch schon irgendwann mal gesehen. Hier sitzen also die Spieler, maximal 6 für ein Overwatch-Team beispielsweise, in Sachen von Counter-Strike, wenn die Mädels da sind, oder bei unserem HOTS-Team sind es dann 5, inklusive eines Coaches, und können trainieren und zocken. Und wenn ihr euch fragt, warum wir da hinten jetzt so eine schöne schwarze Wand haben, das ist schlicht und ergreifend Schalldämmung. Weil wir haben festgestellt, als wir das noch nicht hatten und die Jungs hier dann ja, so richtig energisch dann trainiert haben, da wurde es hier richtig laut. Und da hier alles Beton ist, ist das alles sehr hellhörig. Seitdem wir das gedämmt haben, perfekt. So, das ist jetzt unser ehemaliges Möbellager. Und da bin ich jetzt richtig stolz drauf. Das ist jetzt unser Büro für Grafik, für unseren, eigentlich sollte da jetzt auch unser Alex sitzen, unser Event- und Teammanager, aber der hat sich wieder, ja, das kann nicht mehr, der Junge ist einfach nicht, obwohl er so fotogen ist, er traut sich einfach nicht vor die Kamera, aber so ist er. Hier sitzen wie gesagt unsere Jungs, die dann alles organisieren, auch hier sollte eigentlich jetzt die Michelle sitzen, die würde ich euch auch mal gern vorstellen, aber auch Michelle ist wahrscheinlich verschwunden. Michelle ist nämlich unsere, ja, unser jüngstes Küken, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich werde sie schon irgendwann mal vor dem am Arbeitsplatz erwischen. Das ist übrigens auch mein Arbeitsplatz. Also da hinten, da wo der braune Stuhl steht, da sitze ich, wenn ich nicht gerade laber. So, jo, das war's eigentlich jetzt erstmal soweit. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck, wie es hier bei uns aussieht. Wir gehen wieder rauf an unseren Frühstückstisch. Und sollte die eine oder andere Frage jetzt aufkommen aus dem Chat, werde ich die natürlich gerne beantworten. So, mal schauen, dass wir da nicht übers Kabel stolpern. So, und Jungs,
Inzwischen aufgegessen? So ziemlich. Also mir hat das auf jeden Fall gefallen, was du da gezeigt hast. Hast gesehen, oder? Ja, klar, kannte ich noch gar nicht. Na, kennst du? Da sieht man es wieder, was ein echter Gamer ist. Der kennt den Weg vom Bett zum PC. Zum PC. Und das war's. Und das war's dann. Ja, das ist wie so bei, wie heißt das Spiel Monopoly? Geh direkt über los und ziehe nicht ein. Gell? Bei euch geht das dann über die Dusche vielleicht noch oder eine Toilette. Auf jeden Fall, ja. Wobei das mit den Toiletten, das ist ja auch immer so eine Sache, gell? Es ist wie daheim. Ich kann mich erinnern, dass ich da immer so an meine Mutter, die dann immer gesagt hat, wenn du das letzte Toilettenpapier aufgebraucht hast, dann sag bitte Bescheid oder tu eine neue Rolle hin. Macht hier keiner. Macht hier keiner. Okay, mal schauen, was der Chat sagt. Die Staubsauger sehen gefährlich aus. Das ist wohl wahr. Die schauen übrigens mal. Warte mal. Ich zeig dir den nochmal. Als ich den zum ersten Mal zusammengebaut habe, vor allem mit der langen Düse, das Ding hat ausgeschaut wie so ein Laserschwert. Star Wars. Ist ja so, oder? Ich finde das echt cool. Ja, und vor allem, wenn man dann hier vorne, dann hast du halt so richtig... Alles kann man damit saugen. Ja, das Ding ist schon klasse. Und vor allen Dingen, wir haben ja hier diese Wandhalterungen. Und da ist ja gleich eine Ladestation mit dabei. Und das hat schon was, weil du brauchst das Ding. Ich meine, wenn du mal in die Chats reinschaust hier, Online-Chats, wo es die Dinger zu kaufen gibt, auch bei uns, bei Expert auf der Webseite, findest du das, da wird immer wieder bemängelt, dass das Ding in der Vollleistung nur 6-7 Minuten hat. Ja? Mhm. Das fällt überhaupt nicht auf. Ich meine, in der Regel saugst du ja nicht 6-7 Minuten weg am Boden, sondern du hast Hundehaare mal da. Also ich meine... Oder hier jetzt heute nach dem Frühstück unterm Tisch die Brösel. Bist in 2 Minuten fertig, klingst das Ding wieder ein und das Ding ist sofort vollgeladen. Ja? Ja, wenn man länger als 10 Minuten oder so saugen muss, dann sollte man sich Gedanken machen. Das stimmt. Ach ja, das sagt ein Gamer. Ja. Das ist eine sehr interessante Weisheit, die du da von dir gibst. Erzähl mal mehr. Also im Endeffekt, ich halte meinen PC und meinen Raum immer sauber. Oder dass ich es noch ertragen kann. Also ich kann mich jetzt über keinen unserer Spieler beschweren, die hier bei uns im Haus sind. Also wir haben eine Putzfrau hier, wir sind im Prinzip durch das, dass wir hier als Gemeinschaft ja jeder für jeden auch so ein bisschen die Verantwortung übernimmt, am Ende ist immer einer da, der irgendwie den Dreck, der entsteht, wegmacht. Gell? Deswegen kann ich das nicht so wirklich beurteilen alles. Aber was ich halt in der Vergangenheit immer wieder gesehen habe, ist, gerade wenn du halt mal zum Beispiel 2-3 Spieler dann mal über längere Tage alleine lässt, sage ich jetzt mal, Kühlschrank ist gefüllt oder ihnen ein entsprechendes Budget in die Hand drückst und sagst, pass mal auf, kümmere dich und auch hier ist die Waschmaschine, du erklärst dir, wie das Ganze alles funktioniert und dich dann mal 3, 4, 5 Tage nicht so richtig drum kümmerst, dann habe ich immer so das Gefühl, ich bin bei meinen 6- bis 7-jährigen Kindern daheim. Oder? Ich meine, du als Manager, du bist ja auch so eine Art Kindergärtner bei deinem Team, oder? Ja, also bei uns ist es zum Glück nicht ganz so schlimm. Also wir haben jetzt vor allen Dingen jetzt gerade in Kiew war das wirklich so, dass wir zum Beispiel auch einen Practice Room hatten im Hotel und der sah einigermaßen ordentlich aus. Also ich habe da jetzt nichts bemängeln müssen. Also da waren jetzt nicht irgendwelche Pizzakartons, die rumlagen oder so. Die haben die jetzt auch gleich wieder entsorgt. Aber was halt so typisch ist, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es einfach so, man lebt aus der Tasche. Na, also da wird, obwohl da ein Riesenschrank ist oder so, wird nichts ausgeräumt. Es bleibt einfach alles in der Tasche drinne, wird halt rausgeholt, wenn es gebraucht wird und dann wird es auch einfach auf den Boden geschmissen. Also, ja, so schaut es bei euch im Moment auch aus. Im Zimmer? Ja. Das ist, glaube ich, überall so. Da kenne ich kaum einen, der das so macht. Halt noch. Erst einnehmen richtig, ne? Und dann alles wegpacken. Ja, die Frage ist halt am Ende des Tages, wie erforderlich das wirklich ist. Ich meine, ihr bewegt euch ja hier im ganzen Haus. Wir haben hier oben im Prinzip, gut, wir sind jetzt in der Vorbereitung zur Gamescom. Das heißt, wir haben jetzt ganz bewusst, bis das eben mit der Gamescom jetzt beginnt, einfach ein paar Sachen hinten angestellt hier intern. Ja, weil einfach, du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Ja. Und irgendwann sagst du halt, okay, Priorität 1, 2, 3, 4.
Und so kommt es zeitlich. Okay. Also, das als Beispiel für, beispielsweise für Overwatch war es so, dass wir jetzt die Vorbereitungen hatten auf diese ganzen Nationalmannschaftsspiele mit unseren Spielern. Dann kamt ihr mit eurem Team, Western Clash, wobei das die kurzfristigste Geschichte war. Das war so, glaube ich, eh nicht so ganz abzusehen. Ich meine, wir haben zwar alle gehofft, dass Platz 2 rauskommt. Ja. Und beziehungsweise Platz 2, 3 rauskommt. Also, dass die Fahrkarte eben nach Kiew gelöst wird. Waren dann aber am Ende des Tages dann schon. Also, man hat es nicht so geplant, wie man vielleicht, ich sag, wie Fnatic sowas vielleicht planen würde. Ja, das ist halt ein bisschen problematisch in der Liga. Und deswegen war das halt bei uns dann eine relativ kurzfristige Geschichte, haben aber alles hingekriegt, war auch ganz gut. Ich fand es auch ganz interessant, mal so die unterschiedlichen Charaktere bei den unterschiedlichen Spielen zu sehen, die ja durchaus vorhanden sind. Also, ich meine, deine Truppe, ihr hattet natürlich den großen Vorteil, ihr wart schon fast 3 Wochen hier. Mhm. Und habt sich dann inzwischen auch schon zusammengefunden. Ihr seid ja auch alle Spieler, die im Prinzip das LAN-Haus von vorne also schon gekannt haben und auch ganz Offline-Events eigentlich auch schon gekannt haben. Das heißt, für euch war das ja nicht so neu. Nee. Aber bei deiner Truppe hat man bei 2, 3 Jungs schon gemerkt, das ist alles eine ganz andere Welt. Mhm. Vor allem, das muss man ja auch mal so sagen, bei League of Legends ist es ja beispielsweise so, dass die Teams zusammen in einem LAN-Haus sind und diese Wochenendspiele ja alle immer offline stattfinden und die dann praktisch immer face-to-face sind. Bei Counter-Strike ist das ja bei den großen Turnieren eigentlich genauso. Auch bei den wichtigen Ligen in Nordamerika ist es auch so. Bei HOTS ist es ja komplett anders. Du hast 2, 3 Mal im Jahr ein Offline-Event, ansonsten wird alles online gespielt. Und im Fall von unserem Team ist es ja dann, kommt noch erschwerend hinzu, dass ja jeder in einem anderen Land wohnt. Genau. Wir haben einen Spieler aus Norwegen, wir haben einen in Schweden, wir haben einen Deutschen dabei, dann haben wir jetzt einen Engländer mit dabei und der fünfte, wo war der jetzt noch? Ein Pole, genau. Also ist ja nicht so, dass das jetzt gerade Nachbarschaft ist, gell? Und ein Coach aus Frankreich, ne? Also wir haben, glaube ich, hier. Ja, wobei der in Polen wohnt. Genau. Der wohnt also bei ADR, genau. Die in der gleichen Stadt, in der genau. gleichen Straße. Die haben da so fast schon eine Wohngemeinschaft. Da musste ich ja auch erstmal, das war eine sehr interessante Erfahrung für mich, dass ein Franzose nach Polen gezogen ist. Mhm. Ich habe ihn dann gefragt, warum er das gemacht hat. Und er hat einfach nur gesagt, das Leben ist dort billiger. Ja. Ist es ja auch. Also jetzt vergleichbar, wir waren ja, wie gesagt, jetzt in der Ukraine. Da war selbst ADR, die kam zu mir und meinte, hier ist alles nochmal doppelt so günstig wie in Polen. Und das war auch für ihn schon sehr gewöhnungsbedürftig, weil alles bei ihm ja schon so günstig ist. Also das ist schon ein Riesenunterschied, wenn man da in Richtung Osten sozusagen sich bewegt, dass da wirklich alles sehr, sehr günstig wird. Naja, das ist natürlich auch ein Standortvorteil für viele Teams, weil die Finanzierung eines Teams halt dort wesentlich günstiger ist am Ende des Tages. Die Salaries jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil die haben inzwischen auch schon mitbekommen, was halt in gewissen Ranges am Ende bezahlt werden sollte, müsste und was sie aufrufen können. Also da sind die Spieler ganz, das haben sie ganz schnell kapiert, wie das funktioniert. Aber das Ganze drumherum ist halt wesentlich günstiger. Ja. Für die Norweger bei uns auch im Team. Also die sind im Supermarkt rumgelaufen und die haben gesagt, es ist alles 10 Mark günstiger wie bei ihnen. Also hier in Deutschland? Für uns ist es schon auch mal schön zu hören, dass es Länder gibt, wo es noch teurer ist. Ich meine, wir hier im Supermarkt gehen, da sagen wir immer alles teuer und achten ja auf alles. Aber die sind da hingegangen, so eine Müllermilch, 1 Euro, haben sich gleich 10 Stück genommen. Günstig. Stimmt, ich habe letztens welche unten bei der. Am Wochenende, ich glaube, da war Kirsten wieder einkaufen. Wir machen unten die Tür auf, wo die ganzen Reinigungsmittel drinstehen. Da stehen auf einmal 3 Liter Milch drin. Ja, das ist halt dann so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn du so viele Leute dann im Haus hast und jeder versucht sich dann irgendwie selber und kauft einen und macht und tut und. Ja. Ich darf jetzt mal, du Stefan, wenn du hier schon wieder vorbeiläufst, wie so eine eierlegende. Was geht mit? Ja, so nervös vorbeiläufst, dann geh mal bitte an meinen Schreibtisch, da liegt nämlich der Zettel, den du mir vorhin geschrieben hast. Der war doch zum Lernen, Uwe. Ich habe den noch nicht auswendig gelernt. Ja, ich soll nämlich noch was ankündigen heute und mein Gedächtnis wird langsam wie mein Alter etwas löchrig. Nein, ich
kann mich schon sehr gut an die Dinge erinnern. Ich habe es nur einfach nicht wirklich gelesen. So, was schreibt denn der Chat? Ja, thanks, Uwe. Okay, für was soll ich mich jetzt... Für was bedankt ihr euch? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vielleicht für die Haustour. Vielleicht für die Hausführung, ja. Ja, unser Sendeleiter, der Stefan, hat mir nämlich heute einen Auftrag gegeben, dass ich heute nämlich noch sagen soll, was es heute gibt, damit ihr euch da schon mal drauf vorbereiten könnt. Also von 12 bis 14 Uhr gibt es Overwatch. Und zwar gab es da gestern einen neuen Patch. Ja. Neue Land. Also sie haben... Neue Map oder was? Letztes Jahr was hatten sie passiert? Schon so Summer Games rausgebracht mit neuen Skins und alles. Und da gab es so einen neuen Modus, den nannte man Lucio Ball. Im Endeffekt ist das so wie Rocket League, wenn die Leute das kennen im Chat, dass man einen Ball hat und dann die Lucios haben immer diesen Boob. Mhm. Und dann versucht man halt Tore zu machen. Mhm. Und das haben sie dieses Jahr als Ranked auch rausgebracht. Also mit einer Liste und alles, genauso wie im normalen Ranked. Und halt noch neue Skins rausgebracht. Grillskins auf jeden Fall und... Grillskins? Ja, einen Grillmeister Soldier haben sie rausgebracht. Oh, Stefan, wir haben was vergessen zu zeigen bei unserer Haustour. Das wollte ich nämlich explizit zeigen. Ach, ich wollte nämlich Grill. Auch... Ja, genau, ich wollte nämlich noch auf unserem... Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ich wollte... Wir haben nämlich auch einen neuen Grill. Und in unserer Kochshow morgen wird nämlich gegrillt. Morgen machen wir nämlich richtiges Barbecue. Ich wollte ja unseren Grill noch zeigen. Ja, vor allem nachdem ich ihn geputzt habe, nach unserer... Wollen wir die Kamera nochmal anschließen? Ja, für irgendwas musst du ja da sein. Wollen wir die Kamera nochmal anschließen? Es ist schon interessant, gell? Der Stefan. Also ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Zuschauer ganz gerne wüssten, ne? Ich meine, du kannst dann auch mal unseren wunderbaren Balkon zeigen. Das haben wir nämlich auch nicht gemacht. Da sind wir auch nicht rausgegangen. Also, dann zeigen wir euch nochmal unsere... Von hier oben sieht man, glaube ich, auch die Kühe. Ganz gut. Okay. Das Mikrofon ist an, oder? Nee, nimm mal das Mikro in die Hand, was du vor dir stellst. Ich nehme mal das Mikro in die Hand, das da vor mir steht. So, dann lasst uns mal schnell rausgehen auf den Balkon, damit wir das hier auch noch abhandeln. Also das hier da vorne, das ist wie gesagt unser Naturschutzgebiet. Das da unten ist unser Garten, da sitzen wir ja öfters auch während der Morningshow. Ja, und jetzt guckt mal hier, da ist unser, ach, die Raucher schon wieder. Da ist unser schöner neuer Grill. Den haben wir letzte Woche bekommen, inzwischen schon wieder ein bisschen eingestaubt. Wir haben ihn auch schon einmal benutzt, aber ich habe ihn auch schon wieder sauber gemacht, deswegen kann ich ihn auch wirklich zeigen. Und da werden wir morgen grillen, beziehungsweise das wird das Hauptthema unserer Kochshow. So, jetzt haben wir auch das gezeigt und damit gehen wir wieder zurück zu Dominik und zu Kevin. Danke für den Einwurf, Dominik. Ja, war gut. Dafür bin ich da. Dafür bist du da. So. Ja, ist damit der neue Patch erklärt oder gibt es ja, noch mehr als, also sie hatten, als das? Vor einer Woche hatten sie einen Patch rausgebracht, wo sie 3-4 Heroes ein bisschen verändert haben, zum Beispiel Zarya mit der Ultimate. Es gibt ja momentan eine Meta, dass man nur sehr viele mobile Heroes spielt, wie Genji, Tracer und sowas. Und die neue Zarya Ultimate soll das halt verhindern, weil die konnten aus der Ultimate rausdashen, springen und alles. Und das können sie jetzt nicht mehr zum Beispiel. Okay. Also es ist viel einfacher, mehrere 5 bis 6 Leute wirklich einzufangen und dann einfach zu töten. Also das könnte die Meta verändern. Und da haben sie zum Beispiel noch Reinhardt verändert, dass er schneller angreift, 10% glaube ich. Und wir haben es zwar noch nicht geschaut. Ist das für euch dann immer ein bisschen schwierig dann oder? Im Endeffekt, wir machen das immer so in den Scrims, wir testen die Heroes dann einfach aus. Wir überlegen uns, was könnte gut klappen, so auf dem Papier. Und dann spielen wir es einfach und wenn es gut klappt. Also wir spielen es auf mehreren Maps, weil es gibt ja viele Maps. Und dann, das muss man halt auch schauen, weil ein neuer Hero auch rausgekommen ist. Der ist halt auch wieder mobil, aber man muss ihn halt beschützen relativ gut, weil er springt halt einfach in die Luft und dann kann man ihn easy abschießen. Okay. Und muss man halt einfach testen. Für uns ist das so. Also bei Spielen wie StarCraft ist es ja immer relativ krass, wenn da irgendwas Neues kommt. Wenn da ein neuer Patch, eine neue Version rauskommt oder so, dann wird ja immer im Prinzip alles wieder durchgeschüttelt, durchgewürfelt. Und der bis jetzt ganz gut war, vor allem wenn es dann die Rassen betrifft oder wenn irgendwelche Rassen wieder bevorzugt gepatcht werden und so weiter, dann stellst du fest, okay, dass der die letzten 2 Turniere gewonnen hat, auf einmal eine absolute Loser ist. Ist das bei euch dann auch so? Es kommt drauf an. Also es gab schon Teams, es gab eine Meta, da hat man nur Tanks gespielt. Danach wurde dann Dive
das, was ich gesagt habe mit mobilen Heroes, Meta, und die Teams waren dann einfach schlecht. Weil wenn sich die Spieler und die Teams nicht dran anpassen können, sind sie halt einfach schlecht und fallen weg. Aber wir hatten bis jetzt noch nie Probleme, uns wirklich anzupassen. Wir haben dann einfach mehr gescrimmt, anstatt 6 Stunden, 8 Stunden, und dann ging das schnell. Und bei Hotz, wie ist es da so? Also jetzt haben wir auch gerade einen neuen Patch bekommen. Also jetzt ist Garrosh rausgekommen. Ist ein bisschen unglücklich, dass wir jetzt gerade in Kiew waren, weil da haben wir jetzt nicht die Zeit gehabt, den wirklich viel zu trainieren, weil jetzt die anderen Teams, die jetzt nicht da waren, natürlich die Zeit hatten auf einem PTR, schon den zu benutzen, zu testen, ob er wirklich jetzt irgendwie in die Meta reinkommen könnte. Blizzard hat jetzt sogar vor kurzem Hanamura, das ist eine Map, die jetzt momentan in diesem Circuit drin ist, also die gespielt wird, aus dem Spiel rausgenommen. Hab ich gehört, ja. Weil die Map immer noch nicht so, wie die Spieler es sich wünschen, ist. Und Blizzard hat dann gesagt, okay, wir nehmen sie raus, wir überarbeiten sie nochmal komplett. Mhm. Termin ist noch nicht da, wann sie wieder reinkommen soll. Aber trifft uns jetzt nicht so extrem, weil diese Map eh nicht in dem HGC-Map-Pool mit drin ist. Aber da merkt man schon, dass Blizzard da halt versucht, wirklich die Maps perfekt zu balancen, weil es sind halt bei Hanamura vor allen Dingen, es ist halt ein bisschen schwierig gewesen vom Spielprinzip her. Und ja, es ist ja generell bei der HGC, wenn ein neuer Patch rauskommt, dann ist immer eine Woche Zwischenlaufzeit und dann kommt der neue Patch raus. Und wenn ein neuer Held drin ist, ist es nochmal um eine Woche verzögert. Also dann kommt der Held eine Woche später raus, damit wir uns vorbereiten können. Wann geht's bei euch eigentlich weiter? Oh, ich glaube, das müsste nächste Woche sein wieder. Also noch vor der Gamescom? Genau. Und dann geht es in die entscheidende Phase für die BlizzCon. Richtig. Wie ist denn das? Da gab es ja auch immer wieder so hin und her Vermutungen, dass, ich meine, die HGC-Saison besteht aus 4 Phasen. Genau. Immer wieder unterbrochen von einem Offline-Turnier, dann gab es Mid-Season, gab es ja diese große Geschichte, wo man dann weltweit zusammengekommen, nee, war das, das war glaube ich auch nie weltweit, oder? Also die Mid-Season-Brawl ist weltweit. Da war weltweit mit dabei. Gut, jetzt hatten wir den Western Clash, Nordamerika, Ozeanien und Europa. Genau. Und jetzt geht es in den Endspurt zur BlizzCon. Genau. Was zählt jetzt da eigentlich dazu? Oder zählen jetzt wirklich nur diese letzten 3-4 Wochen? Nee, also die ist aufgeteilt in Phase 1 und Phase 2 und dann jeweils noch in Part 1 und Part 2. Also nach der ersten Phase wird es halt durch einen Western Clash geteilt und die Phasen werden durch einen Mid-Season Brawl geteilt. Also der ist jetzt vorbei gewesen, das ist wie die, ich glaube, die MSI für League of Legends ist das bei uns der Mid-Season Brawl. Ja. Und jetzt sind wir in Phase 2. Der erste Part ist durch. Und jetzt kommen wir, nach dem Western Clash kommen wir in die zweite Phase. Mhm. Und die Standings bleiben so. Also sprich, wir sind auch, wenn die neue Runde oder die neue Phase beginnt, immer noch zweiter Platz. Mhm. Haben halt relativ gute Chancen, uns wirklich zu qualifizieren. Das heißt, jetzt kommen praktisch die Rückspiele von Phase 1. Genau, und da werden dann die Rückrunde aufaddiert praktisch. Genau. Okay, das jetzt verstehe ich das. Deswegen wäre es eben auch wichtig gewesen, das letzte Spiel gegen Liquid auch zu gewinnen. Genau, das war schon sehr, sehr ärgerlich für uns im Nachhinein, aber gut. Naja gut, man hat sie jetzt 3-0 besiegt in Kiew. Das war eine große Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass die so krass untergehen. Also wir haben uns natürlich vorbereitet und haben uns auch alle Teams explizit angeguckt, vielleicht NA ein bisschen weniger. Aber zum Beispiel Liquid wussten wir, dass sie nicht so stark sind, wie wir es erst vermutet haben. Und unser Ziel war ganz klar Top 3, ohne Frage. Dass aber Liquid dann wirklich so Schwierigkeiten hatte auf dem Offline-Event, auch vor allem gegen nordamerikanische Teams, das war auch selbst für uns überraschend. Man kann also ein bisschen aber verstehen, glaube ich. Die haben 2 oder 3 Offline-Events nicht mehr mitgespielt, ne? Mhm. Also ihr erstes seit 3 Events, glaube ich, und es ist unter einer neuen Organisation. Ja, die waren vorher bei Misfits. Misfits, genau. Also ich glaube, die haben sich bis dato eigentlich, glaube ich, doch für jedes Offline-Event qualifiziert, ja, weil bis dahin. Ich glaube, die nach Misfits sind sie zu Team Liquid und bei Mid-Season Ball sind nur 2 Slots. Da haben sie sich dann nicht qualifiziert, da hat sich Dignitas und Fnatic qualifiziert. Ja, ja. Western Clash haben sie sich aber damals, das war glaube ich in Katowice, da haben die der mitgespielt. Erste. Der genau, der erste Western Clash. Da waren sie aber noch nicht unter Liquid. Nee, oder? Nee, da waren sie halt Misfits. Vielleicht einfach Druck, weißt du? Neue Organisation, du willst performen und dann. Naja, gut, ich meine, wenn man überlegt, was jetzt im Lauf des Jahres passiert ist, wenn man jetzt, wie gesagt, die Zeit vor Katowice, dann erst
der ersten Teil. Ich meine, da war der Unterschied zu damals eben Misfits, Dignitas und Fnatic zu uns. Größer. Die drei waren einfach oben, wir waren Vierter. Ja. Und aber auch der Unterschied zu den Teams nach unten war wesentlich größer, als er jetzt ist. Ja. Also ist jetzt vor allen Dingen, also jetzt gerade ist es ziemlich spannend. Also im Moment, ich sowieso, korrigiere mich, aber man hat ein Team, Fnatic, das ist einfach im Moment die Krone der Welt. Ja. Zumindest jetzt für unsere Welt, also in unserem Bereich. Und dann hast du vier Teams, zwei bis Platz 5, Platz vielleicht sogar noch ein fünftes bis Platz 6, die ungefähr, wo jeder jeden schlagen kann. Genau. Weil ich meine, man darf auch die Trick eSport nicht außer Acht lassen. Das stimmt. Also momentan sind wir ja mit Liquid, Dignitas und Tricked gleich. Also wir haben den gleichen Score. Ja. Ich glaube, wir stehen ja gerade 4-3. Ja. Genau, 4-3. Der Map-Score hat uns halt sozusagen den Platz 2 ermöglicht, weil wir, glaube ich, plus 3 haben und die anderen Teams plus 2. Mhm. Und was halt auch zum Beispiel am letzten Spieltag noch passiert ist, ist, dass ja Fnatic verloren hat gegen Playing Ducks. Naja, also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Maßstab heranziehen. Nee, also Fnatic hat ja selber gesagt, die haben in der Woche nicht trainiert, die haben sich ein bisschen zurückgezogen, sich eher auf den Western Clash vorbereitet. Aber sollte man trotzdem nicht verlieren. Also wie gesagt, die sind sehr, sehr sicher schon für die BlizzCon qualifiziert, aber man muss es eigentlich schon versuchen, natürlich, also vor allen Dingen 7-0 wäre für die natürlich optimal gewesen. Also die Playing Ducks wird sicherlich mit unten, also weiter unten mitspielen, aber also jedes Team kann jeden schlagen. Es hängt ein bisschen von der Tagesform ab und wie man sich explizit. Wie viel kommen weiter? Zwei oder drei? Drei. Drei. Genau. Also zwei direkt und ein Team durch das Bubble Bracket, was wir auch schon letztes Mal hatten. Mhm. Also sprich Sechster gegen Fünfter, der Gewinner gegen den Vierten, bis halt das Platz 3 Spiel sozusagen ist und der Gewinner daraus qualifiziert sich dann. Eigentlich ein gutes System. Ist wirklich ein sehr gutes System. Also jeder hat da noch die Chance mit Platz 6, weil Platz 7, 8 ist ja dann die Relegation. Stellen wir uns mal vor, der Letzte, der Sechste, gewinnt wirklich jedes Spiel. Da muss er den ganzen Tag spielen, das ist halt schon... Das wird aufgeteilt auf 2 Tage. Ah, okay. Also das hat Blizzard schon mit einbezogen, ja. Die machen das auf 2 Tage. Ich glaube, die letzten beiden Spiele, die werden dann am zweiten Tag gespielt. Mhm. Und ich glaube, das letzte Spiel ist auch sogar Best of 5 dann. Also nochmal höher. Macht Sinn. Genau, die anderen sind Best of 3. Okay. Naja, es wird spannend. Das auf jeden Fall. Ich denke, da ist alles offen. Ich meine, wenn man den Weg von unserem Team jetzt anschaut, die letzten 4-5 Monate, dann geht er natürlich nach oben. Das hat man auch in den ganzen Kommentaren von den Castern, auch von den Kommentatoren, Analysten, alles so gemerkt. Es wird spannend sein, ob man das konservieren kann. Vor allem, was Dignitas jetzt dann auch entgegensetzt, weil die haben für mich eigentlich in der ersten Phase am meisten enttäuscht. Mhm. Ja. Also das Liquid, das muss ich jetzt mal so sagen, auch wenn ich jetzt da also vielleicht nicht so der Profi bin, aber ich habe es ja auch schon in der zweiten Phase, da haben wir ja Liquid auch schon geschlagen. Ja. Mir war das eigentlich irgendwie fast klar, dass wir da also vor Liquid am Ende des Tages landen. Dignitas, das war immer so eine, okay. Du musst bei Dignitas aber bedenken, die haben, also was wie ich noch weiß von früher, die haben 2-3 Spieler, wenn es bei denen mal nicht läuft, das läuft dann die ganze Zeit nicht, weißt du? Die sind da relativ... ich weiß nicht. Die sind komisch drauf manchmal. Da muss man echt aufpassen bei denen. Die tilten halt schnell. Ja, die sind halt den Erfolg gewöhnt. Und wenn du dann mal so als Team dich nicht qualifizierst, vor allen Dingen, du hast eine Organisation hinter dir, die, sagen wir mal, das von dir erwartet. Die gehen davon aus, dass du dich qualifizierst und dann qualifizierst du dich mal nicht. Mhm. Und die müssen jetzt wirklich, wirklich nachziehen, also müssen jetzt wirklich schauen, dass sie wieder wieder reinkommen, weil sonst wird es halt wirklich schwierig, weil die kriegen ja halt auch noch Druck von der Orga, dass sie halt bitte sich qualifizieren, weil das ist halt das Wichtigste für die Orga, dass sie halt noch ein Offline-Turnier haben. Und das war jetzt wirklich überraschend, dass sie sich da jetzt nicht qualifiziert haben. Ne? Wie ist denn das eigentlich? Kann jetzt gewechselt werden, Spieler? Nein. Also wir sind auf das ganze Jahr hinaus dürfen wir nur einmal wechseln und das auch nur einen Spieler. Außer es gibt alle Mannschaften dürfen nur einen Spieler wechseln. Außer es gibt irgendwelche
Sachen, die nicht, also wenn jetzt mal ein Spieler einen Unfall hatte und irgendwie sich den Arm gebrochen hat, dann gibt es Sonderregelungen oder Sondergenehmigungen. Aber du musst das wirklich bei Blizzard dann anmelden. Blizzard prüft das dann und Blizzard, also da reicht es nicht, wenn du sagst, ja, der Spieler hat irgendwie einen Schnupfen, der kann jetzt 2 Wochen nicht spielen. Du musst wirklich einen triftigen Grund haben. Oder halt warten, bis halt diese, bis Mid-Season Brawl, das ist so der Zeitraum, wo du wechseln musst. Übrigens, wir müssen nochmal erklären, warum wir heute in der reinen Männerrunde sind. Das sind wir unseren Leuten auf dem Stream schuldig geblieben. Chantal ist krank. Und von dieser Stelle aus, ich weiß nicht, ob sie jetzt zuschaut, aber sie hat es echt böse erwischt. Ein böser grippaler Infekt, wie es immer so schön heißt. Also sie schaut, dass sie morgen wieder fit ist, aber wir haben sie gestern einfach nach Hause geschickt, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Und sie sollte sich heute einfach mal auskurieren. Und von dieser Stelle aus alles Gute und gute Besserung. Ja. Und ich denke auch im Namen aller Streamer zu sprechen, dass wir Chantal da wieder haben wollen, morgen oder übermorgen. Jo, so ganz zwischenrein, nur weil es als Frage gerade kam. Eine Sache möchte ich trotzdem noch von Overwatch. Wir hatten ja vor ungefähr 2 Wochen, kurz bevor unsere Jungs, so deutschen Jungs, hier rüber geflogen sind in die USA, um bei Nvidia oder mit Nvidia zusammen hier Trainingslager zu machen. Am kommenden Wochenende geht es ja los für sie. Da war auch ganz groß wieder mal die Overwatch League in den Medien. Und es hieß wieder irgendwas, es kam wieder irgendwas. Aber irgendwie seit 10 Tagen ist Funkstille. Wobei eigentlich doch seit 1. August... es den Teilnehmern der Overwatch League möglich sein soll, dass sie ihre Spieler zusammensuchen können. Ich habe gehört, dass, ich weiß nicht, welcher Slot es ist, aber Huck, ein früherer StarCraft-Profi, kennst du den? Ja, ist jetzt auch in Korea, um, weißt du, Leute anzuwerben und alles. Mhm. Ich schätze mal, der werden dann einfach ein Team holen von Korea. Ein beständiges Team schon. Und für welches Team macht er das? Weißt du das? Ich weiß es nicht genau gerade. Ich müsste nochmal nachschauen. Aber wahrscheinlich für eins von den 5 amerikanischen. Ja, von den amerikanischen, auf jeden Fall. Finde ich ja auch klasse dann. Ist genau das, was man ja braucht, wenn man lokalen Esprit und regionale Fans kreieren möchte, dass man dann ein komplettes Team aus Korea holt. Kein Region Lock. Das ist auf jeden Fall sehr schlau gemacht. Ja. Also, als ich das gehört habe. Und ich meine, im Moment sind es ja nur 5 Teams, oder? Aus USA und dann 2 aus Asien. Ja. Die haben, ich glaube, China hat schon sein Roster. Asien noch nicht. Aber, also man vermutet, dass eins natürlich NRG ist. Mhm. Dann kommt jetzt noch Envias dazu, haben sie gesagt. Aus Quellen. Oder halt, wie gesagt. Naja, es wäre ja doof. Es wäre ja doof, wenn ich jetzt heute ein gutes, wirklich ein Top-Team habe, das ein eingespieltes Team ist. Und ich meine, dieser Traum hier zu sagen, okay, ich habe da ein Ranking von den besten Spielern, die Top 100, und dann hole ich mir jetzt 1 bis 6, 7 bis 12, das ist ja dämlich. Ja, also das wäre genau das Gleiche, wenn ich jetzt sagen würde, okay, die von ihrer Statistik besten Counter-Strike-Spieler müssen automatisch, die 5 besten müssen das beste Team der Welt sein. Man kann das nicht immer so sagen, auch wenn man schwächere Spieler dabei hat, der vielleicht Mechanik oder so nicht gut ist oder im Game nicht so gut ist wie andere. Vielleicht bringt er einfach viel Wissen mit oder hält das Team einfach zusammen, weißt du? Naja, ich sehe es. Sowas braucht man einfach. Du hast immer ein, zwei Starke in einem Team, du hast 2, 3, die vielleicht persönlich individuell schlechter sind, aber halt dadurch für das Team einfach. Ich meine, wir hatten das ja bei uns auch. Es war ja, wir haben uns gestern zum Beispiel unterhalten, Kevin und ich, und wir haben dann auch über die Spieler so gesprochen. Und wenn ich jetzt Kirsten anschaue, der war ja am Anfang auch einer mit einem Fragezeichen, als das Team sich gefunden hat. In der Zwischenzeit ist er aber, selbst wenn man den Kommentatoren glauben darf, einer der Besten aus seiner Position überhaupt. Ja. Ja, also. Super Steigerung von ihm. Das muss man halt auch. Muss man sich halt natürlich auch mal trauen als Team. Einfach mal einen neuen Spieler holen, weißt du, und dann irgendwie formen. Na ja, gut, aber was spricht denn die Overwatch-Community? Ich meine, ihr Jungs redet ja also nicht nur teamintern miteinander, sondern was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Und vor allem, was macht denn jetzt ein europäischer Spieler? Für mich ist es irgendwie ein bisschen komisch, weil wenn man sich das anschaut, gab es auch einen Artikel drüber, da haben sie gesprochen, es gibt vielleicht bis jetzt noch 12 Spots von den bis jetzt schon announced Teams, die man haben kann. Und ich mir überlege, 12 Spots, und da sind noch Milliarden von Koreanern auf dem Markt, die sich einfach holen können, sind vielleicht 4 oder 5 Europäer oder Leute vom Westen drin. Ansonsten
sind das alles Koreaner, also keine Ahnung. Naja, aber ich mag das einfach nicht. Es geht ja schon mal los, Wer sind denn diese Spots überhaupt? Wer soll das sein? Einfach Milliardäre wahrscheinlich, die der Mike kennt, eng kennt. Würde ich mal sagen, keine Ahnung. Aber wie fühlt ihr euch denn als Community? Ich meine, ihr seid ja diejenigen, die das Spiel irgendwann mal gekauft haben, die... Die Leute fühlen sich verarscht. Ihr seid ja auch die zahlenden Kunden. Die Leute fühlen sich verarscht, um ehrlich zu sein, weil sie announcen die Overwatch League, dann machen sie kaum Turniere, dann kommen so ganz kleine Turniere, aber es ist halt nichts. Und dann, keine Ahnung, im Endeffekt haben sie das alles nur gemacht, damit die Leute weiter das Spiel spielen, weil ich glaube nicht, dass nie im Leben kommt irgendein Spieler, der einfach nur Ranked spielt, der keine Erfahrung hat auf einer LAN-Turnier, kommt nie im Leben in die Overwatch League. Und für Spieler, die wie wir halt, die ganz oben mitspielen, ist es schon richtig schwer, reinzukommen. Und dann, ich weiß auch nicht, wie sie sich das vorstellen wollen. Wollen sie jetzt ein ganzes Team nehmen? Weil du kannst ja nicht einfach ein Team aus, wie du gesagt hast, aus den Besten zusammenwerfen und kannst ja sagen, ihr seid jetzt Platz 1. Ja. Das funktioniert ja nicht. Die brauchen Synergy, die müssen das alles erstmal aufbauen, vertrauen. Das ist einfach, keine Ahnung. Die Leute, viele ärgern sich, viele gehen schon aus dem Spiel raus. Liquid hat jetzt auch ihr Team gedroppt. Ja, ich sehe es auch. Ich meine, wir haben uns ja auch mit ein paar großen Teams hier in Europa unterhalten und wir schütteln uns alle nur gegenseitig die Köpfe ins Gesicht, auf gut Deutsch gesagt. Was soll das Ganze? Ich meine, auch diese Gerüchte, dass man praktisch so eine Art Eintrittsgeld zahlen muss, um dort diese Franchise-Lizenz zu bekommen. Ich meine, die Summen, die da in den Raum geworfen werden, die fangen ja bei 2,5 Millionen an und hören irgendwann bei 20 Millionen auf. Ja. Und ich meine, man muss auch mal ganz ehrlich sein, das ist ja auch gar nicht zu refinanzieren am Ende des Tages. Und dann sind vor allem wir hier in Europa, wir kennen zwar das Sportsystem, das in Amerika existiert, mit den Ligen, die praktisch, wo eine Liga halt der Eigentümer auch der Spieler ist, wo dann im Prinzip immer nur hin und her geschoben wird, aber sowas gibt es halt in Europa nicht. Und da gibt es auch keine Struktur. Und wenn das stimmt, dass Blizzard sich das ungefähr so vorgestellt hat, dass man auch hier in Europa Vereine findet, ja, die dann praktisch viel Geld investieren, das Ganze in die Hand nehmen und im Prinzip das, ja, einfach sich so in den Spot kaufen. Welcome, dann geht bitte nach Paris. Dort scheint im Moment der Scheich relativ viel Geld übrig zu haben. Und im Verhältnis zu einer Ablösesumme für Neymar sind ja 20 Millionen dann Peanuts. Ja. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keinen deutschen Verein. Man sieht's ja, die Spots sind einfach alles Milliardäre, die es bis jetzt gekauft haben. Die haben das Geld halt einfach. Ja, zum Teil Team-Owner, also von Baseball-Teams oder Football-Team-Owner, die zum Teil bisher nicht, ich glaube zwei oder drei, haben ja überhaupt noch keine Verbindungen zu E-Sports bisher. Deswegen hat sich ja, habe ich gemeint, der eine hat sich jetzt den Hack geholt als Analysten und Spezialisten. Die haben ja keine Ahnung, die haben es einfach gekauft. Einfach so. Ja, so eine Geschichte kennen wir ja von Paris Saint-Germain. Die haben ja auch, als sie da in E-Sport eingestiegen sind, auch sich erst mal so einen ehemaligen LoL-Spieler geholt, der dann toll inszeniert wurde. Ich weiß noch, das Video war gut gemacht. Als er da hier auf seinem Schreibtisch mittendrin im Stadion saß dann und hier einen auf Geschäftsmann gemacht hat. Und nach wie vielen Monaten war er gefeuert? 3, 4, 5 Monaten? Ich weiß gar nicht, Paris habe ich nie so verfolgt. Ja, das war ja von Anfang an. Also die LOL-Nummer von Paris Saint-Germain, die war ja... So ähnlich wie Schalke wahrscheinlich dann, ne? Also. Ja, wobei Schalke, also da gibt es ja, was soll ich sagen? Sie haben, glaube ich, auch einiges falsch gemacht, hatten natürlich auch letztendlich Pech. Ich meine, als sie dann diese Challenger Series gespielt haben und wirklich alles gewonnen haben und am Ende des Tages nur wegen einer einzigen Map dann, das ist Pech. Ich fand auch von der Marketing-PR-Seite her, das, was sie damals gemacht haben mit dem Casting für das neue Team, das war eigentlich auch echt cool gemacht. Mhm. Da hätte man vielleicht auch die eine oder andere Sache noch ein bisschen besser machen können im Nachsehen. Also jetzt mit dem Wissen, was passiert ist. Aber ich fand das eigentlich so schlecht nicht. Mhm. Und was ich halt bei denen gut fand, dass sie am Ende des Tages doch dabei geblieben sind und trotzdem versucht haben, den Weg zu gehen. Also das muss man ihnen schon wirklich zugute halten. Bei Paris war es halt einfach so, das ist genau, das wird auch, wir schmeißen da viel Geld rein, wir holen da 2, 3 Leute, von denen wir glauben, die können das Ganze. Und dann muss das Team sofort funzen. Ja. Muss sofort Erster, Zweiter, Dritter sein. Ja. Aber wenn es nichts ist, weg. Das verstehe ich einfach nicht. So funktioniert der E-Sport nicht. Ich meine, ich bin lang genug dabei, so hat er noch nie funktioniert. Und wir haben auch oft schon Teams in der Vergangenheit, als es noch etwas einfacher war oder als der E-Sport noch nicht so ganz
ja, kommerziell war, wie es heute teilweise ist, Spieler bekommen, geholt und gemacht und getan und die top waren und dann halt doch nicht funktioniert haben. Ich meine, am Ende musst du als Team, als Organisation dahinter stehen. Und als wir zum Beispiel jetzt euch Anfang des Jahres, wir hatten ja überhaupt keinen Maßstab. Ja. Wir wussten nicht, ob wir das beste Team Europas haben oder ob wir ein Team haben, was am Ende des Tages Siebter oder Achter wird. Gell? Aber wir haben halt auch gesagt, nö, es ist für uns eine coole Nummer, da mit reinzukommen. Das ist eine große internationale Liga. Da macht es Sinn, Team Expert einfach zu positionieren. Und wir glauben an das Team und wir unterstützen das Team. Deswegen fand ich das jetzt auch, ich fand den zweiten Platz sensationell. Ja. Gell? Also da war jeder hier in unserer Organisation super stolz auf euch, weil das hätten wir nicht erwartet. Wir wären auch glücklich gewesen, wenn er Dritter oder Vierter geworden wäre. Ja. Ja. Was ich halt nicht verstehe, bei Overwatch zum Beispiel, warum Blizzard das nicht einfach so ähnlich macht wie zum Beispiel HOTS, zumindest in Europa, dass sie halt das aber erstmal so als Pilotprojekt nur ein Jahr machen und dann halt gucken, okay, können wir das vielleicht doch machen mit so einer Overwatch League oder, also, dass es halt rein online läuft und im Falle des Falls, dass wirklich nach einem Jahr große Investoren interessiert sind, können sie es immer noch wechseln. Aber so machen sie ja im Endeffekt Europa als Standort kaputt. Also, als ich letztes Jahr dieses Announcement zur BlizzCon gehört habe mit Overwatch, das war ja noch bevor sie eigentlich HOTS, die HCG announced haben, da war ich der Meinung, okay, das wird coole Kiste. Vor allem, man hat ja die Euphorie damals gesehen, weltweit. Und es war ja wirklich egal, in welche Community du geblickt hast, ob das jetzt Asien war, Nordamerika, Europa. Es waren ja überall, die Spieler waren ja elektrisiert. Und auch wir haben damals gesagt, okay, das wird eine unserer nächsten Aufgaben sein. Das werden wir richtig vorantreiben. Overwatch-Team. Und da haben wir ja auch schon angefangen zu scouten. Das war wirklich das allererste, was wir gemacht haben. Dann kam auf einmal das Announcement mit der HGC, was für mich eine Überraschung war. Weil ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass Blizzard da nochmal eine richtig große Nummer macht mit Heroes of the Storm. Mhm. Nachdem das ja vor 2 Jahren rauskam und, naja, ich will jetzt nicht sagen, direkt gefloppt hat, aber es hat sich halt definitiv nicht so entwickelt als E-Sport-Titel in Konkurrenz zu League of Legends, wie Blizzard sich das eigentlich vorgestellt hat damals. Genau. Dann haben wir dank euch eben auch gesehen, dass das System, was sie machen wollten, eigentlich relativ gut war. Mhm. Ich meine, es war prinzipiell dem von Riot mit der LCS sehr ähnlich, also vom Aufbau. Aber all das, was Riot eigentlich falsch gemacht hat, hat Blizzard vermieden. Und was ich ganz toll fand, war eben auch, dass Blizzard die Teams nicht komplett außen vor gelassen hat. Bei Riot LCS ist es ja so, da hat Riot einen Exklusivvertrag mit den Spielern. Das Team hat zwar auch noch einen Vertrag, hat aber ja, relativ eingeschränkte Möglichkeiten, mit den Spielern zu agieren, die Spieler auch für andere Sachen zu nutzen. Und ich meine, das ist halt bei der HCG komplett anders. Ja. Da sind wir nach wie vor als Team, wir sind der große Player. Klar ist es so, dass wir auch nicht jeden Tag die Spieler hierhin und dorthin schieben können. Ich meine, die Ligentermine sind einfach da. Aber rein von der rechtlichen und rein von der Abwicklungsseite ist es eine ganz andere Geschichte. Du hast vor allem das Gefühl als Team, du bist Partner von Blizzard. Ja. Vor allen Dingen ist es auch finanziell viel, viel günstiger, als wenn du jetzt ein Gaming-Haus vor Ort jetzt zum Beispiel unterhalten musst. Oder generell die Spieler in der LCS verdienen ja auch viel, viel mehr. Und auch, sagen wir mal, bei League ist es halt wirklich sehr, sehr viele Kosten. Alleine die Produktion ist ja immens, was sie da an Kosten rein haben. HGC ist halt ein bisschen, versucht dieses halt zu umgehen, komplett durch die Online-Geschichte. Und ich finde, das muss auch nicht unbedingt sein, dass halt die Spiele live, weil ich weiß nicht, wie viele momentan wirklich live im Studio sitzen und sich das angucken. Ja, das sieht nett aus. Das ist alles sehr überschaubar. Also wir reden hier eher von 50 bis 150 Leuten, denke ich mal, als hier von den bekannten Lanxess Arena füllenden Zahlen. Also das hast du nicht. Kannst du doch sehen beim World Cup wo war es letzte Mal? In Katowice? Nee. Von Overwatch? Doch, ja, Katowice, ne? War es, glaube ich, auch. Ja. Auf jeden Fall, da war gar nichts. Da waren vielleicht 100 Leute drin. Ja. Höchstens. Wir haben schon 300 ich mein, bei dem HOTS-Turnier. Ich meine, Südkorea hat auf Twitch noch ihren eigenen Stream gemacht gehabt. Und der hatte sogar mehr als der Mainstream. Ja. Südkoreanischer Stream hat 50.000 gehabt, Mainstream irgendwie 20, 30. Ja. Das ist eigentlich traurig. Mhm.
Also 2030 haben wir schon auf dem Mainstream überhaupt. Aber wir haben da jetzt keinen koreanischen Stream da. Also wir haben schon einen, aber der hat dann so 2.000-3.000 Viewer, aber das ist schon, ja, das ist schon heftig. Naja, wie es halt am Ende des Tages so ist. Und ich war damals der Meinung, dass, wenn man das, also für mich war es eigentlich logisch, der Grund, warum Blizzard das mit der HGC jetzt macht, einfach auszutesten, wie so ein Konzept funktionieren kann, um das gegebenenfalls als Blaupause eben für eine Overwatch League, genau, für eine noch größere Overwatch League zu verwenden. Und ich war eigentlich der felsenfest der Meinung, dass das, wie gesagt, ja, dann über das Jahr hinweg entsprechend so in diese Richtung laufen wird. Gell? Ja. Als ich dann diese Announcements gehört habe, wir haben jetzt diese 5 Teams in den USA, wir haben diese 2 hier, und dann war, der Witz ist, die meisten Informationen kamen ja über die unterschiedlichen amerikanischen, nordamerikanischen E-Sport-Seiten, weil irgendeiner wahrscheinlich wieder irgendwas nicht ausgeplaudert, ja, dicht halten konnte. Am interessantesten war es bei, ich muss es jetzt sagen, bei Red Bull auf der Content-Seite. Die hatten einen sehr ausführlichen Bericht, auch mit sehr vielen Interviews drin und mit sehr vielen Statements. Und da war eben unter anderem auch gesagt, dass die planen, dreimal pro Woche offline zu spielen, also wirklich in den Stadien. Und das ist halt ein ganz wichtiges Kriterium ist, dass diese Hotspots halt Arenen haben, wo man dann die Tausende von Zuschauern jedes Wochenende begrüßen kann. Wenn das der Glaube ist, ja, dass man dann praktisch so Basketball-Arenen mit 5.000, 6.000 Zuschauern dreimal die Woche, ja, bei den planen Spieltage, ich glaube Dienstag, Donnerstag und am Samstag war das, also dreimal, aktuell mit 5 Teams. Mhm. Ich frage mich, wie das Shanghai-Team oder wie das chinesische Team dann, die sind ja nur noch im Flieger. Ja. oder die haben inzwischen rausgekriegt, wie man beamen kann. Also, was ich mir so überlegt habe, vielleicht wollen die ja, es sind ja viele NBA und NFL-Besitzer haben das ja gemacht, dass die natürlich bei ihren eigenen Vereinen Werbung drüber machen. Aber welcher Baseball-Fan oder Basketball-Fan geht denn dann in eine E-Sports-Arena, um sich das anzuschauen, nur weil das Team dort spielt, weißt du? Ich glaube, man unterliegt da sowieso immer wieder so dem Irrglauben, echten Sport mit E-Sport zu vergleichen. Ich meine, wenn ich heute simpel ist, wir sind in Deutschland, Fußball, das ist das, womit fast jeder Junge aufwächst heutzutage und inzwischen auch immer mehr Mädels. Du bist 3, 4, 5, dein Vater spielt, deine Freunde spielen, dein Bruder spielt und so weiter. Du kommst in den Verein rein und du wächst dann auf damit. Und du hast eine Verbindung dazu, weil du die Leute kennst, weil du dreimal die Woche Training hast dort, weil es dann Vereinsfeiern gibt, was hier gibt, weil die großen Meister werden und so weiter und so fort. Und dann kommt E-Sport. Und bei E-Sport hast du jetzt im Fall von Fußball beispielsweise, hast du EA oder Konami, die Eigentümer dieses Dings sind. Das heißt, du hast dann jedes Jahr eine neue Version, du hast dann Events, die von beiden organisiert werden, die limitiert sind. Ja, zu welchem Verein stehst du? Gerade mit dem neuen Modus bei FIFA, mit Foot, da wird ja ausdrücklich ausgeklammert, dass es Mannschaften gibt. Weil wenn ich selber meine Mannschaften aus den besten Spielern der Welt zusammenstelle, ja, wo ist da die Vereinszugehörigkeit? Also, wenn ich heute echten Sport betreibe, dann habe ich einen Home-Verein. Ich meine, ich bin Fan vom FC Bayern, wenn ich jetzt mal bei Fußball bleibe. Und das wird sich nicht ändern. Dann kann Dortmund noch so toll spielen oder irgendwas. Oder die 60er. Oh! Gar. Aber bei den E-Sports kann man es eigentlich so einfach sehen. Da gibt es ja einfach Starspieler. Ja. Und die schauen das. Das ist genauso ein LCS. LCS hatte, glaube ich, letztens 10.000 Viewer. Dann hatte TSM gegen CLG gespielt, die Top-Teams. Weißt du, wo die Starspieler sind? 120.000. Wenn der natürlich irgendwo anders hingeht, dann schauen die natürlich dem die Team zu. Ja, das Thema hatten wir schon oft, dass es da gar nicht so sehr um die Teams geht, sondern es geht um die Spieler. Genauso mit Neymar. Die Leute werden jetzt halt einfach Paris-Fan, weil... Ja, es ist übrigens auch ein ganz interessanter Aspekt drin im Chat gerade. Hat auch vorhin einer gemeint, dass das mit Neymar ja im Prinzip nur hauptsächlich dient. Es geht gar nicht so sehr um die sportliche Leistung von Paris, glaube ich auch, weil ich meine, ein Spieler, was soll der verändern? Ja. Aber es ist natürlich ein wahnsinniger Boost für die Marke PSG, also Paris Saint-Germain. Das ist natürlich genauso, wenn jetzt Ronaldo morgen hier für Rot-Weiß bei Tölz auflaufen würde, dann kannst du dir vorstellen, was hier abgeht, gell? Ja. Also, es ist schade, dass es so ist, aber naja, so sind die Zeiten. Wir können sie nicht ändern. Wir können dann am Ende des Tages nur für uns entscheiden, interessiert mich nicht mehr, ich bleibe trotzdem Bayern-Fan. Oder ich werde das, oder ich werde jetzt Paris Saint-Germain-Fan, weil da auf einmal Neymar spielt. Gell? Ja.
Wie auch immer, das ist auch das Stichwort, weil wir sind schon wieder am Überziehen. Wir rotieren schon wieder. Und unser Stefan, der kommt schon wieder mit. Der kann drei Zeichen. So, hm? Und das macht er am meisten. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich weiß, wir hatten eine sehr interessante Diskussion jetzt zum Schluss. Mhm. Wir werden das auch mit Sicherheit, gerade so diese Overwatch-Geschichte, wie das mit der League weitergeht, mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal thematisieren. Mhm. Weil ich finde, das muss man auch immer wieder thematisieren, weil man einfach auch den Publishern irgendwann mal klar machen muss, dass es hier auch um die Community geht. Und dass man nicht einfach immer nur sagen kann, hey Leute, hier ist das Spiel, kostet XYZ, kauft es, cheert, macht was, tut was. Und am Ende des Tages, uns interessiert das Ganze eigentlich nicht wirklich. Wir haben da unsere 5, 6 Millionäre, Milliardäre, die zahlen uns den ganzen Spaß und da bieten wir jetzt euch ein tolles Produkt an. Und wenn ihr das Produkt nicht möchtet, dann ja, seid ihr selber schuld. So Leute sind ja nicht dumm, ne? Irgendwann kommen sie dahinter. Nee, weil es geht ja auch nicht um den echten Sport. Und das ist nämlich genau das Thema wieder. Ja. Beim echten Sport kannst du so eine Nummer noch machen. Mhm. Da geht es vielleicht noch, weil da geht es um die Neymars, um die Ronaldos, um die Müllers und wie sie alle heißen. Da kannst du es vielleicht noch machen. Aber im E-Sport, morgen kommt ein anderer Publisher mit einem anderen Spiel und siehst du ja, PUBG. Ja. Ich meine, wie viele, die keinen Bock oder es bei CSGO nicht schaffen oder bei irgendeinem anderen COD zum Beispiel nicht schaffen, top zu kommen, die jumpen dann auf sowas. Ja. Und das ist es ja. Das ist das, was viele einfach nicht verstehen. E-Sport ist wesentlich schneller im Wandel und im Wechsel als alles andere, was mit echtem Sport zu tun hat. So, es geht weiter mit Overwatch, dem neuen Patch. Ja. Und du gegen? Mit D-Code. Mit D-Code. Mit D-Code. Wenn er schon fertig gefrühstückt hat. Ich hoffe es mal. Geduscht hat, einigermaßen frisch ist. Ja. Gut, wir werden es gleich wissen. Ja. Dann um 14 Uhr. Gibt es noch ein Couch-Spiel. Und zwar wird da ein ganz neues Spiel, das gestern erst gelauncht wurde, angespielt. Ein mystisches Action-Spiel, Hellblade. Also ich wünsche euch da viel Spaß. Ich kenne es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich keine Ahnung, ich soll es nur sagen, dass das auf jeden Fall noch eine ganz spannende Geschichte wird. Das ist nämlich vom Entwickler von Ninja... Ach Gott, ich hätte es wirklich vorher lesen müssen. Ich kann manche Schrift nicht entziffern. Also ich bin schuld, aber... Wir werden es euch gleich, der Dominik kriegt den Zettel nochmal in etwas besserem, wird es dann selber nochmal sagen. Was übrigens ganz wichtig ist, am Freitag gibt es bei uns eine Beta Pro Aktion, auch in Sachen Overwatch und da gibt es auch eine Menge zu gewinnen. Da könnt ihr nämlich einen Tray, also solltet ihr unsere Profis schlagen, einen Tray Maximal G gewinnen, mhm, plus einen 25€ Gutschein fürs Battle.net. Den gibt es auch noch oben drauf. Ja. Also, da spielen wir 2 Stunden Beta Pro, seid dabei. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen erstmal. Wir machen 1-2 Minuten Pause, wir wechseln das Metier und dann geht's weiter mit Overwatch, Dominik und Deacon. Servus. Am Mittwoch tretet ihr mit uns die Reise in die mythische und brutale Welt von Hellblade ein, wenn es heißt Angezockt. Die Uhr tickt. In Couch Games müssen Chantal und Kevin zusammenarbeiten, um Bomben zu entschärfen. Keep talking and nobody explodes. Donnerstag heißt es außerdem, wie der Chef kocht, was Uwe dieses Mal auf dem Herd zaubert und vor allem, wer ihm dabei zur Hand geht. Um 13 Uhr erfahrt ihr es. Am Freitag seid ihr gefragt. Im Overwatch Beat the Pro habt ihr die Chance, gegen unsere Profis zu spielen. Neben Ruhm und Ehre warten tolle Preise auf euch.